Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Visage. So, weiter geht's. Ja, dann renne ich jetzt mal planlos durch die Gegend. Hieß es nicht irgendwie, hier sind Gegenstände, die wir nochmal brauchen? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Helfen die nur noch Toiletten und Wasser? Wie immer jaucht. Wie immer jaucht. Aber vielleicht gar nicht mal so schlecht da die Richtung. Die Uhr hat auch wieder gegongt. Das tut sie irgendwie jedes Mal, wenn man dran vorbeigeht. Oder das soll so ein Schocker sein. Entweder das oder es hat irgendeine Bedeutung. Mir ist gerade eingefallen, wir können ja auch Quicksaves machen. Quicksaves. Ja. Schnell speichern. Hat es dann gemacht. Jetzt fangen wir immer wieder da an. Drei. Aber jetzt hat man die Tabletten, ne? Ja. Ja, okay, das ist schon mal gut. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt in dem anderen Part. So, Uhr. Ja, es ist nix. Und den Wandschrank da an. Hä? Den Wandschrank. Klemmt. Das muss verarschen. Eine Falle. Vielleicht mag er dich irgendwie lieber als mich oder so. Wie funktioniert das? Das klemmt. Nimm mal den Vorhang weg. Ja, wir mussten hier rein. Ach so, oder deswegen. Das könnte es auch sein. Ja, weil ich komme ja nicht mehr raus. Ja. Ich mach gleich Funk. Mhm. Okay. Ich kann auch nicht fotografieren, warte. Doch. Ja, das ging eben bei mir auch nicht. Okay. Kannst du speichern? Nein. Die läuft mit Wasser voll. Geht das Licht nicht mehr? Die da halten, greifen. Soll ich wieder zumachen? Einlegen? Ging nicht.
Okay. Weiß ich nicht. Ein bisschen Schaum reinmachen. Läuft bald über. Voller. Sollen wir uns ein Handtuch nehmen? Dauert aber lange, bis die überfüllt ist. Ich komme halt nicht raus. So. Ist nicht mehr da. Ja, unsere kleine Freundin. Das ist ja gut, weil ich... Tatsache. Wir müssen warten, bis voll ist. Will er jetzt ein Bad nehmen, oder was? Eine ganze Rennerei. Sie ertrunken. Lucy? Aber das passt doch mit der Vorgeschichte gar nicht zusammen. Ich verstehe den Zusammenhang sowieso noch nicht. Why would she do that? She loved Vigo. I don't know. She's never done anything like it. I think we should see a professional. Wurde der Vogel getötet? Die glauben, sie war das, aber ich glaube, sie war es ja nicht, ne? Auf den Bildern hat sie ja geschrieben. Ich glaube, das ist dieser. Dieses Vieh, das gewesen war. Und sie dachten, mit ihr stimmt irgendwas nicht und wollten professionelle Hilfe oder sowas. Syringes for a child. Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. Okay, irgendwas stimmt mit ihr anscheinend nicht. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? An Get Even. Ja, so ein bisschen stimmt. Da war auch nur so eine Stelle irgendwie. Ja, ja. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Don't you remember? Die Folge. Ja.
Also die Mutter wollte sie nicht mehr weiter zu Doktor schicken, weil sie hat sie schon nicht mehr Mama genannt. Und der Vater hat gesagt, ja, erinnerst du dich aber nicht dran, dass sie da ihren Vogel ermordet hat? Und die Ärzte wollen ihr nur helfen. Deswegen auch mit der Spritze. Sie hat wahrscheinlich irgendwelche Spritzen dann bekommen oder so. Da soll ich rein? Warum sollte ich freiwillig in eine Badewanne voller Blut steigen? Okay, warum sollte ich hier bleiben? Willkommen zurück. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt den Hauptinhalt der Early Access Version beendet. Wir freuen uns auf dein Feedback. Danke, dass du die Early Access Version gespielt hast. Von uns allen in was? Z Square Studio? Zum Ein Aufwachen eine beliebige Taste drücken. Musik ist schön. Ja, die war auch im Menü sehr schön. Da schwebt ein Schlüssel. Hast du das Geräusch gehört? Der Safe-Schlüssel. Resident Evil so mäßig, oder? War das nicht Silent Hill? Oder Silent Hill. Oh Gott, wie schrecklich, ey. Ein Sammelstück. Aha, ja, nett. Ende von Lucys Kapitel. Ein schauriges Ende. Automatische Speicherung. Hier gibt es da verschiedene Greifen, Endings. Bewegen, was? Ich verstehe ganz. Deswegen habe ich doch gesagt, da hat doch ein Kapitel angefangen. Wann ja, ja. ist denn das zu Ende? Ja. Ist schon klar, ich verstehe nur den Zusammenhang nicht, warum wir unsere gesamte Familie erschossen haben. Nee, das verstehe ich auch noch nicht. Wenn es dann überhaupt so war, vielleicht wohnen da jetzt mittlerweile ja auch ganz andere und die Kombi kommt einfach nur genauso gut hin. Kannst du das Licht wieder anmachen? Werde ich immer noch verfolgt? Tada! Ich
will jetzt nochmal bei dem Safe gucken. Room? Raum 302. Basement, Keller. Was bedeutet das? Wir hatten noch diesen einen Raum, da hattest du doch mal eine Zahl vorgelesen. Ich hatte das aus dem Fernseher vorgelesen. 739 oder so war das. Das habe ich aber einfach nur so, weil ich wusste nicht, ob ich es vielleicht nochmal brauchen könnte. Ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob die Zahl jetzt richtig ist. Sag mal, bin ich jetzt hier sicher, oder? Ja, ich denke mal, das geht jetzt irgendwie wieder von vorne los, ne? Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch kein Gehirn. Doch, ist noch da. Ach doch. Es geht alles. Ich weiß nicht, was mit Raum 302 gemeint ist. Weiß ich auch nicht. Wir sind ja im Keller. Hier hätte ich eigentlich gedacht, dass da noch was kommt. Das wäre so der Klassiker, ne? Was ist denn da mit diesen Räumen hier? Immer noch nicht, okay. Da. The room. War gar nicht so verkehrt mit Silent Hill. Hm. Ach, guck mal, da freue ich mich ja, ne? Finde ich gut. Oh. Oder auch nicht. What the hell? Was ist denn das? Oh mein Gott! Lucy macht Party. Alter! Wie geil. Ich glaube, das fand ich jetzt das Gruseligste am ganzen Spiel, ehrlich. Ja, die haben Humor. Wie sie da abdanzt, ey. Jawohl. Ach, guck mal hier. Oh nein. Interagieren? Ach, da hätte man auch noch reingekonnt. Irgendwann. Sind wir denn jetzt durch? Ich glaube schon, ja. Okay. Wir können ja nochmal oben dann in diesen Sammelraum gucken gehen. Aber dann müsste es ja auch irgendwann weitergehen, oder nicht? Hoffentlich nicht mit einer tanzenden Lucy. Ja, Alter. Ich bin jetzt auch hier. Die Katze kam gerade rein, ist die Tür auf einmal aufgegangen. Aber es passiert ja immer noch was. Vielleicht fängt es jetzt auch einfach wieder von vorne an. Da bin ich echt gespannt, wenn das Ding irgendwann mal fertig ist. Wo war denn dieser Sammelraum nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Wenn du da runter gehst? Nee, da war irgendwo oben. Ja? Da. Ich glaube da oben. Da sind wir doch hergekommen mit dem Telefon. Sein. Thank you.
Haben wir jetzt ein Ende freigeschaltet. Deswegen. Dann gibt es 3 Kapitel. Also gehe ich von aus, weil das sind 3 Schalen. 3 Kapitel oder 3 verschiedene Enden? Ne, ich glaube 3 Kapitel. Und hier geht's auch noch irgendwas. Wo irgendwas rangehangen werden kann oder so. Ist das ein Beichtstuhl hier? Ich weiß es nicht. Ich finde das jetzt gerade so ein bisschen merkwürdig, das Ende. Obwohl, die haben sich ja bedankt, also wird es ja zu Ende sein. Ja, ja. Aber die haben hier einen Beichtstuhl drin. Ja, weiß ich nicht. Was hatten wir denn als erstes gemacht? Wir können ja mal gucken, ob es da jetzt einfach weitergeht wieder. Wo mussten wir denn als erstes hin? Als wir damals angefangen hatten. Als wir damals angefangen haben. Damals. Heute Morgen. An einem Tag durchgespielt. Aber es scheinen noch viele Sachen dazu zu kommen, ne? Hier mit ja. Auto und sowas. Ist ja auch Early Access. Was hatten wir denn da? Aber wo waren wir denn als erstes? Ach, die Kamera haben wir bekommen unten, ne? Nee, das hat aber ein bisschen gedauert. Ah nee, bei ihr oben im Zimmer. Haben wir angefangen. Mit dem Bärchen. Also. Ich will einfach mal nur gucken, ob es jetzt ja, von vorne anfangen würde. Ich glaube, jetzt könnte man so einfach durchs Haus latschen, einfach, oder? Na, ich sag mal lieber nichts. Toll, jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Die war doch dann Knock-Knock, oder? Knock-Knock. Ja, weiß ich nicht, ob jetzt hier noch irgendwas gibt. Da konnte man bestimmt irgendwann noch was lesen. Ja, okay, ich glaube dann fertig, oder? Ich denke. Gut. Ich will nicht, dass schon zu Ende ist. Er kann sich nicht verabschieden. Er braucht noch einen Moment. Hier kann man auch noch irgendwas dann machen. Wenn wir uns Videos angucken. Ja. Das ist eigentlich auch cool. Jetzt kann man sich hier mal so ganz in Ruhe umgucken. Hier war der Vogel. Hier, die Küche haben wir uns noch gar nicht so genau angeguckt. Nein, das ist total entsetzlich. Ja. Diese wunderschöne Küche. Da, was haben wir denn da? Sie nicht genauer betrachtet. Fresh Grounds. Classic Roast. Der gute Kaffee. Ja, du schaffst das. Man kann ihn irgendwie öffnen. Guck mal, er bewegt sich. Ja. Aber er bewegt sich. Würdest du jetzt weggehen? Alles wird gut. Du würdest jetzt nicht weggehen, oder? Ich danke schon mal fürs Zusehen. Das kann noch ein bisschen dauern. Er kann sich jetzt umgucken. Tschüssi. Nein, warte, das machen wir zusammen. Hey.
Hey, aber das ist ja richtig Licht. Ja. Wo gehst du denn jetzt hin? Komm, wir gucken hier noch ein bisschen rum. Steht sie da und guckt mich an. Na gut, komm, dann machen wir zusammen. Guck dir die Vase noch an. Ich will noch ein bisschen gucken. Willst du dich jetzt echt noch umgucken? Ja. Hörst du mich? Ja. Okay. Ich will nochmal im Keller gucken. Man sieht mich gar nicht. Es ist doch gerade verspannt. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt irgendwie noch was finden. Vielleicht finden wir Lucy nochmal, die Party macht. Nein, glaube ich nicht. Aber es scheint jetzt auch nichts mehr zu passieren, ne? Außer, dass die Schocker ab und zu mal kommen. Und das Feuerzeug hier noch in der Luft hängt. Was wir mal machen könnten, einfach so jetzt zum Testen als letztes. Ach, guck mal, hier kommen wir auch noch rauf. Warum können wir hier rauf? Feuerzeug ist leer. Wir können uns hier raufstellen und dann eine Kiste untersuchen. Made in China. Ich wollte mal gucken, hier, das sah letztes Mal so aus, als wenn man hier noch, ja. Das ist ja auch noch Early Access. Und da sieht es aus, als wenn man da auch irgendwann mal durchkrabbeln könnte vielleicht. So, er sagt ja, vermeide es zu lange im Dunkeln zu bleiben. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einfach mal einen ganz, ganz dunklen Raum, Ecke. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir jetzt die ganze Zeit dann da drinnen bleiben. Hier. Schauen, ob irgendwas passiert. Also dunkler geht's jetzt kaum, oder? Nee, da passiert aber auch nichts. Also das Gehirn verändert sich ja nicht. Es wird ja nicht rot oder so. Hier mit der Wand war ja auch noch irgendwas, ne? Bei Early Access. Hier lang? Wo ist die Tür zu? Keiner weiß es. Aua! Und? Ist was passiert? Nee. Nein. Aber ich habe noch die Klappe gefunden, die da im Keller ist. Da geht's ja auch noch runter, ne? Und nach oben geht's ja auch noch. Ja, aber noch nicht. Nee, aber da bin ich echt gespannt drauf. Also, ich werde das auf jeden Fall dann nochmal spielen, wenn... Die Klappe hatten wir aber schon gefunden. Ja, ja, aber ich habe mich jetzt nochmal dran erinnert. Gut, dann hier. Hä? Hui. Ach, auf wie machst du das? Auf Leertaste kannst du die Seiten wechseln. Schön. Na gut, ihr Lieben, dann danken wir fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in einem anderen LP wieder. Oder ihr schaut einfach mal bei Miramin noch die ganzen LPs. Dürft ihr auch bei Timo machen. Hauptsache, ihr habt irgendwie Spaß bei dem ganzen Ding hier, ne? Alles klar, bis denn. Bye, bye. Tschüss.